Herzliche Einladung zum Kultursum am Ackermann-Tag, den 6. April. In diesem Jahr gehen wir ein wichtiges Jubiläum an. Die Ackermann-Gemeinde wird 75 Jahre alt. Wir wollen unser Geburtstag kulinarisch angehen. Beim nächsten Kultursum werden wir eingeladen durch den Melzermeister Peter Tomek in die berühmte Brauerei Pilsner Urquell. Für jeden Tschechen gehört untrennbar zu einem Bier ein eingelegter Käse, sogenannter Nakladený hermelín. Wir laden Sie jetzt dazu ein, mit uns dieses köstliche böhmische Gericht vorzubereiten. Welche Zutaten brauchen wir für einen eingelegten Käse? Natürlich den Käse. In Tschechien nutzen wir immer hermelín Käse nach dem Originalrezept. Den kann man leider in Deutschland nicht so einfach kriegen. Aber wir nehmen Camembert. Der Käse ist vom Geschmack und von Reifeeigenschaften ähnlich. Von daher ist es kein Problem, diesen Käse zu nehmen. Dann brauchen wir Zwiebel, Knoblauch, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, als auch Chilipulver und Paprikapulver, Pfeffer und natürlich genug Sonnenblumenöl. Wir werden es nach dem Originalrezept vorbereiten, aber Sie können natürlich was dazugeben, wie zum Beispiel Chili-Paprika oder normale Paprika, je nachdem, wie Sie wollen. Dann machen wir uns jetzt an die Arbeit. Im ersten Schritt werden wir die geschälte Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Dann werden wir den Knoblauch pressen. Als nächstes schneiden wir den Käse horizontal in der Mitte durch. So. So machen wir das. Die zweite Portion. So schön in der Mitte. Dann haben wir jetzt immer zwei Seiten von dem Käse. An die eine Seite geben wir Pfeffer. Chilipulver. Und Paprikapulver. Jetzt werden wir die zweite Hälfte des Käses mit dem durchgepressten Knoblauch beschmieren. Schön genug geben. Also natürlich je nachdem. Aber nach dem Kultursum werden Sie wahrscheinlich keinen weiteren Termin haben. Dann können Sie auch genug drauf tun. Dann geben wir auf die eine Seite des Käses geben wir die Zwiebelringe. So schön. Und dann ein bisschen von dem Sonnenblumenöl. Und zum Schluss klappen wir die zwei Hälften aufeinander. So. Und dann geben wir es in ein verschließbares Gefäß. Wir nehmen jetzt ein Glasgefäß dafür. Wir geben unter dem Käse erstmal Zwiebel, damit der Käse nicht auf dem Boden klebt. So, ein bisschen Zwiebel. So, dann geben wir zwei Lorbeerblätter und zwei Wacholderbeeren. Und jetzt
Käse drauf. So, dann wieder Zwiebeln dazwischen. Ein bisschen von dem Gewürz dazwischen. Zum Schluss geben wir noch die restlichen zwei Lorbeerblätter und die Wacholderbeeren. Und gießen drauf den Sonnenblumenöl, ganz viel, dass der Käse und auch die Zwiebeln, dass alles schwimmt, dass es alles bedeckt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und wir machen es nach Originalrezept. Das heißt, wir geben jetzt keine Chili-Paprika oder normale Paprika rein, aber Sie können gerne noch etwas drauf tun. Machen wir es hier zu. Und bevor wir es in den Kühlschrank geben, drehen wir es für ein paar Minuten ganz um, damit sich das alles mischt. Es muss dann 10 bis 14 Tage im Kühlschrank ziehen. Das heißt, wenn Sie es um den 23. März vorbereiten, dann haben Sie es für den nächsten Kultursum am 6. April schön vorbereitet. Wir bitten Sie, dass Sie auch einen Teller, Besteck sowie Scheibe Brot dazu vorbereitet haben und dazu natürlich das richtige Bier. Nee, das ist das falsche Bier. Bitte das richtige Bier. Genau. Hier bitten Sie den Pilsner Urquell in den Kühlschrank. Kalt stellen. Wir werden Ihnen dann ein bisschen Zeit lassen, dass Sie es holen können, aber bitte stellen Sie es alles bereit. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, schöne Zeit und bleiben Sie gesund.